Hey Mario, nicht aufwachen, wir sind jetzt noch nicht beim Mittagsschläfchen da. Willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy 1. In der letzten Folge hatten wir Bowser besiegen können und jetzt geht es nun direkt zur nächsten Kammer und zwar wieder zur Küche. Aber vorerst haben wir natürlich gesagt, wir wollten natürlich hier reingehen und zwar zur Bücherei. Mal sehen, vielleicht erwarten wir uns was. Vorerst gibt's eine Geschichte, die ziemlich interessant wird. Dann lasst uns beginnen. Kapitel 1, zu zweit. Diese Geschichte ist schon so lange her, dass man sich kaum an sie erinnert. Auf einem kleinen Stern entdeckte ein Mädchen ein rostiges Sternenschiff. In ihm lebte ein kleines Sternenkind. Das Mädchen fragte das Sternenkind: "Wer bist du? Was machst du hier?" Dieses antwortete: "Ich bin Luma und warte auf meine Mama. Sie kommt auf dem Rücken eines Kometen, um mich abzuholen." Luma wartete schon eine ganze Weile Tag und Nacht. Oh, ich werde den Himmel für dich absuchen. Vielleicht finden wir so deine Mama", versprach das Mädchen. Als es Nacht wurde, nahm das Mädchen das Teleskop seines Vaters und richtete es auf den Sternenhimmel. Stundenlang suchte es den Himmel ab. Aber den Kometen von Lumas Mama sah das Mädchen jedoch nicht. Und so wartete es mit Luma Tage, aus denen schließlich Jahre wurden, aber vergebens. Das Mädchen sagte seufzend zu Luma: "Weißt du, wenn das so weitergeht, werde ich hierüber noch eine alte Oma." Doch dann hatte es eine Idee. "Lass uns deine Mama suchen." Zusammen mit Luma brachte das Mädchen das Sternschiff wieder auf Hochglanz und bald bestiegen sie das Schiff und machten sich auf die Reise zu den Sternen. Die Suche nach Lumas Mama hatte begonnen. Das reicht für heute. Es gibt noch mehr Kapitel, Leute. Wenn ihr mehr lesen wollt, können wir gemeinsam hier auch lesen. Was für Kapitel es noch gibt, aber ich glaube, es gibt nur die zweite Kapitel und die nächsten Kapitel gibt es erst später. Vielleicht werden wir das gemeinsam lesen, wenn ihr Bock habt. Und ja, mit dem Mädchen, da gibt es sehr viele Theorien von Super Mario Galaxy. Und ich kann auch meine Theorie hingeben, wer das Mädchen sein könnte. Was ich dann meine Vermutung habe. Und zwar, es kann um das Mädchen handeln, das wir jetzt gerade geredet haben. Mit Rosalina. Also ja, ihr habt es richtig gehört. Es ist meine Theorie her, dass Rosalina möglicherweise dieses Mädchen war. Es gibt sehr viele Theorien, aber es wurde ja von Nintendo möglicherweise bestätigt. Das ist meine Theorie, aber mal sehen, ob das wirklich stimmen würde. Vielleicht finden wir dann noch mehr heraus in diesem Märchenbuch. Viel, viel später. Doch vorerst ziehen wir jetzt mal die Abschlussprüfung Schwimmklasse im Glasstrandgalaxie durch. Und ja, Leute, ich werde dann im Zelda-Let's Play, also im Part 10, weil ich habe jetzt gerade so viele Parts vorproduziert, bin nicht mal drauf gekommen, irgendwelche Themen aufzumachen. Aber ich werde jetzt mal meine ersten Themen dann auch noch machen über die Zelda-Timeline und so weiter. Aber das werde ich mehr dazu erst später darüber reden. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Legst du auch die Abschlussprüfung für die Schwimmklassen ab? Na, aber sicher. Der Test besteht darin, Panzer im Meer aufzusammeln. Bring mir den goldenen Panzer, der irgendwo im Meer liegt.
So, irgendwo müsste der goldene Panzer sein. So, wir brauchen jetzt mehr Luft, damit wir nicht sterben. Ah, da sind sie. Aha. Ich darf jetzt bloß nicht runterfliegen. Wow, 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 wow. Das ist irgendwie schwierig. Ist aber jetzt ziemlich einfach, die Sache. Na, was sagst du jetzt dazu, mein Lieber? Oh, ich hätte nicht gedacht, dass du ihn tatsächlich bringen würdest. Nun dann gebe ich dir die riesige Goldmedaille. Es ist eine der einfachsten Quests ever. So, damit haben wir jetzt Nummer 24, obwohl wir schon bereits 23 haben. Das hast du gut gemacht, aber bist du überhaupt einer meiner Schüler? Nee. Hier hast du den wieder und ich brauche jetzt den goldenen Stern. Ich liebe diese Musik. Nummer 24. Dem Bilderbuch wurde ein neues Kapitel hinzugefügt. Vielleicht werden wir noch mehr davon lesen, aber erst später. Wir müssen noch mehr freischalten, das ist ja klar. Also wenn wir dann die ganze Story weiter dann lesen, aber wir werden nochmal das Ganze von vorne lesen. Von 1 bis die ganze Sache nochmal. Das Rätsel der Strudelhöhle. Mal sehen, was uns da erwartet. Ich frage dich sicherlich jetzt, warum gehst du jetzt weiterhin immer wieder die ganzen Leveln durch, obwohl du schon bereits schon die nötigen Sterne hast. Damit ihr es wisst, ich möchte natürlich alle Galaxien und alle Quests zu schaffen, wie es möglich sein kann. Damit ihr es falls ihr es vergessen habt. By the way. So. Jetzt gehen wir mal nach oben. Hier waren wir noch nicht oben gewesen. So, jetzt müssen wir dann schnell dann die Röhre hier nehmen. Kommen wir dort jetzt etwa weiter? Warte. Okay. Anscheinend hat das doch was gebracht. Ja. Danke für den Punkt, das habe ich ja gerne gebraucht. Okay. So. Die Fragezeichenmünze holen wir uns noch. Und Zeit einmal die Sternteile zu sammeln. So. Da haben wir schon das hier erledigt. Jetzt gehen wir mal wieder zurück. So, ist die Frage ist jetzt, geht es jetzt hin? Ich kann leider nicht mehr sehen, die Kamera geht jetzt woanders. Ich weiß, mein Sound war jetzt, meine Stimme war etwas kaum zu hören, deshalb habe ich jetzt meine Stimme jetzt etwas lauter gemacht und das Ingame-Sound etwas leiser gemacht, im Vergleich zum letzten Mal. So, jetzt müssen wir aber irgendwie da hochkommen. Ja, dann muss ich irgendwie da hochkommen.
Mein Panzerschirm drücke ZL, um zu bremsen. Okay, gut zu wissen. Also brauche ich jetzt den goldenen Panzer, oder wie? Um da hochzukommen. Ey, nee. Oh, da ist eh noch nicht sogar eine Panzer, eine Art Panzer, aber ich muss bloß nicht treffen. So. Okay, das ist irgendwie so wie Autofahren, aber... Okay. Na bitte, schnell jetzt hoch ins Wasser. Jetzt kommen wir endlich mal weiter. Okay, das ist eine mysteriöse Höhle. Oh Mann. So, das habe ich gerne gebraucht. Danke. So. Jetzt sind wir in einer mysteriösen Höhle angekommen. Aua. Jetzt kommen wir endlich mal weiter. Und es sieht jetzt aber nicht so sehr ungefährlich aus. Ich darf bloß nicht in das schwarze Loch hineinfallen. Und den Wumpf muss ich irgendwie vermeiden. Um jeden Preis. Okay, jetzt geht er wieder zurück. So, jetzt geht er mal wieder dorthin, wo er hingeht. Und ja, Leute, ich muss euch das sagen über den Arzt, wo ich jetzt war. Ich war nur gegen Allergien nur impfen gegangen, nicht mehr gegen Covid und so weiter, weil ich bin etwas skeptisch mit dem Impfung und so weiter und bla 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 bla. Nur wir wissen schon selbst, was hier abgeht mit der ganzen Situation, Covid und so weiter. Wir sind alle damit, leiden wir darunter. Oh fuck, 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 fuck. Ah! Er hat mich verquetscht. Was? Nee. Nee. Aber Gott sei Dank, ein Checkpoint, das ist das Mindeste. Danke. So. So, den One-Up will ich lieber vermeiden. So, wenn der Maul da ist, der wird uns nicht treffen. Es ist nicht so sehr einfach, wie ich das mir vorgestellt hätte. Oh Gott. Im Wasser will ich jetzt nicht runterfallen, ich habe keinen Bock drauf. Nicht einmal sehen, wo ich gehen muss, ne? Wenn mich jetzt dort trifft, dann habe ich echt ein Problem. Ne, der bleibt da. Okay. Okay. Okay, alles klar. Jetzt dreht so um, dann wieder nochmal so. Dann muss ich jetzt mal warten. Na bitte. Jetzt geht es mal locker. Easy going, easy go. Das Problem ist, ich kann leider nicht die Kamera drehen.
Es ist so riskant, ey. Gibt's keinen anderen Weg hier oder nur diesen Weg? Das ist ziemlich fatal. Man hat ja nur die andere Wahl, die eine Wahl. Okay, da weiß ich jetzt auch schon, wo ich jetzt dann stehen bleiben muss. Vielleicht habe ich das Gefühl. So, jetzt dreht er jetzt wieder zurück. Hier bin ich jetzt sicher. Hier bin ich safe. So. Oh mein Gott, so riskant muss man dann auch noch einstellen, diese Level, ne? Jetzt muss ich mal warten, bis der verpisst. Bis der wieder zurückkommt. Dann kann ich safe durchrushen. So, jetzt. Eine Thwomp-Attacke reicht schon für mich, mich platt zu machen, aber da haben wir schon geschafft. So, Nummer 25. Geht ja ziemlich easy. Easy going, easy go. Na bitte. Weiter geht's. Und das aussieht jetzt noch mehr von diesen Stellen hier. Hm. Aber vorerst gehen wir mal zur Testblase. Mal sehen, was uns hier erwartet. Vor der großen Blase geschüttelt. Hm. Ich bin mal gespannt, was das hier sein soll, dieser Level. Oh Mann, da ist doch gerade dieser Pilzschiff. Und der Schlamm sieht wohl nicht so sehr ungefährlich aus. Unser Pilzschiff musste hier notlanden. Hm. Okay, und was habt ihr noch sowas zu sagen noch? Das ist ein Giftsumpf. Wenn du hineinfällst, bist du geliefert. Okay. Also wenn ich ins Wasser fliege, bin ich sofort tot. Da muss ich jetzt schön aufpassen. Hey, wenn du die große Blase reiten willst, dann hör besser zu, was der Schildbürger dir zu sagen hat. Wenn du in der großen Blase bist, drücke A. Damit bläst du Luft aus dem Sternzeiger. Mit dieser Luft kannst du die große Blase von der Seite bewegen. Ach so, falls du im Handheld-Modus spielst, pustest du auch durch Berühren von des Bildschirms. Du musst vorsichtig steuern, aber es wird schon schief gehen. Hm. Bin gespannt. Boah, es wird jetzt nicht so sehr einfach sein, hier durchzukommen. Boah, da muss man mit dem Joy-Con auch richtig pusten. Da muss ich schön aufpassen mit den Sachen hier. Okay. Safe. Jetzt brauchen wir nur noch automatisch bewegen. Aber ich muss schön aufpassen mit den Minen, weil sonst bin ich echt geliefert. So. Fuck, 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 fuck. Aufpassen. Da muss ich schön aufpassen, Leute, weil da sind die Minen.
Wenn die mich treffen, bin ich geliefert. Also bloß aufpassen. Nummer 4, okay, das geht jetzt ziemlich easy going. So, ich muss jetzt aber schön aufpassen auf die Mine, weil ich sehe ja selbst die Linien. Oh mein Gott. Ugh. Oh mein Gott. Das macht mich noch nervöser. Oh mein Gott. Wie soll ich da durchkommen, bitte? Jetzt... Nein! Nein, jetzt bin ich runtergeflogen. Und ich muss das nochmal machen. Habt ihr etwa gelitten? Ach, Mann, nein. Fuck. Jetzt muss ich nochmal das machen. Ey, komm. Das ist doch nicht schön. Ich hab schon gewusst, dass es ziemlich schwer wird. Mindestens die Steine tun ja gar nichts. So. Ich muss etwas konzentrieren, Leute, weil es wird irgendwie schwierig sein, jetzt da durchzukommen. Und es unbeschadet. Nummer 4. Jetzt bloß nicht den Fehler nochmal von vorne machen. Na bitte. Jetzt muss ich aber schnell wieder zurückpusten. Es ist nicht sehr einfach, wieso ist es Fuck! Nein! Mann! Das kann nicht wahr sein. Das muss doch einfach sein. Das verstehe ich doch nicht. Boah, das ist doch einfach als einfach und. Ich werde immer von demselben Mine getroffen. Was ist das für eine Scheiße? Brauche ich das noch einmal? Ich muss den ganzen Scheiß wieder von vorne anfangen. Das ist doch echt zum Kotzen. Na gut. Dritter Versuch. Ich gebe noch zwei Versuche. Wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann lasse ich es lieber. So, muss ich jetzt warten, bis der kommt. Nummer 4. Letzter Versuch. Last try. So, hätte ich wirklich jetzt nur... Das darf doch nicht wahr sein. Ich war ein... Nicht einmal im Pixel habe ich diesen Scheißdreck berührt. Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll der Scheiß? Ohne Scheiß jetzt langsam. Gehe ich jetzt zum ersten Mal Game Over jetzt nach fast 10 Parts? Nicht euer Ernst. Das Spiel ist doch sau einfach, wurde mir gesagt. Oh nein, nein, nein. Zurück, 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 du Affe. Oh mein Gott. Nimm den Sternteil. Bitte nimm den Sternteil. Wenn ich jetzt Game Over gehe, dann lasse ich es lieber.
3. Ich muss irgendwie richtig einschätzen, das könnte auch sein. Ansonsten würde ich dann gleich schneiden dann die Folge. Wenn es wieder wirklich wieder passiert, dann muss ich wirklich schneiden dann die Sache wieder. Immer unnötige Fails zu machen, ist nicht mehr richtig. Es ist schwer einzuschätzen, wo ich gehe, wann ich gehen darf und wann nicht. So, jetzt geht es auf einmal. So, jetzt muss ich dann wieder denselben Weg wieder zurückgehen. Oh. Warte. Jetzt! Jetzt! Yes! Yes! Endlich habe ich das geschafft! Freiheit! Really? Ich muss wieder nochmal machen! Habt ihr etwa gelitten? Habt ihr etwa echt gelitten? Hey, ich habe etwas vergessen zu sagen. Wenn du in der großen Blase bist und zu Boden fallen möchtest, drücke einfach ZL, um herunterzufallen. Lass dich nicht von den Hindernissen aus dem Bahn werfen, sonst platzt die große Blase. Also sei vorsichtig. Ja, danke für den Tipp, dass du mir jetzt gerade jetzt die Scheiße hier erzählst, liebes Spiel. Ohne Scheiß. Warum hast du mir das nicht früher erzählt, hä? Schildrich, wie er heißt. So, ich werde mal vorsichtig das machen jetzt. Okay. Da ist eine Höhle, da muss man dann dort rein. Okay, jetzt. Ich glaube, die Münze brauchen wir eh nicht, glaube ich. Mir interessieren die Münzen ja fast gar nicht. Ich möchte einfach nur dort schnell zum Stern, ne? Das ist das Einzige, was ich nur will. Die Münzen sind irgendwie unnötig geplaced. Ich weiß nicht, wieso ich dann einfach nur zu Münzenscheiß machen muss, ne? Es ist irgendwie sinnlos, die Münzen zu sammeln, für mich meiner Meinung nach. So, was bringt das jetzt? Oh mein Gott, jetzt kommt die zweite Phase. Die dritte Phase. Ich möchte einfach nur zum Stern, ey. Okay. Oh mein Gott, das sieht noch komplizierter aus, als ich mir das vorgestellt hätte. So, vorsichtig. Vorsichtig. Ganz schön vorsichtig mit Zehenspitzengefühl. Are you fucking kidding me, Leute? Ich bin gleich beim Stern. Ich höre es schon. Nein! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Das ist nicht wahr! Boah, willst du mich verarschen? Jetzt habe ich noch ein Leben. Ein fucking Leben habe ich da noch. Habt ihr etwa gelitten? Schon wieder gelitten habt ihr, oder was? Und wieso habe ich dann den Schalter hier betätigt? Da gibt es auch extra einen Weg. Wozu brauche ich denn die Münzen überhaupt? Das bringt ja überhaupt nichts. Okay. Ganz schön vorsichtig. Oh mein Gott. So vorsichtig soll ich jetzt pusten jetzt. Zehenspitzengefühl. Es klingt nicht sehr, sehr super. Aber egal, jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, oder? Boah. 4, 5 Leben habe ich verkackt, what the fuck. Aber tatsächlich habe ich es geschafft. Gott sei Dank. Das haben wir jetzt mal hinter uns gebracht, diese Galaxie. Die war ziemlich schwierig.
Na bitte. Bevor wir dann zur nächsten Galaxie gehen, holen wir noch schnell extra Leben. So. Hier ist noch ein Brief. Ja, danke. Das brauche ich nur definitiv, weil das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben. Mit einem Leben werde ich jetzt nicht durch die nächste Welt gehen. Wir werden dann später dann die Story weiterlesen. Sobald wir dann mehr Kapitel freigeschaltet haben. Na, komm. So. Mal sehen, wie lange habe ich jetzt gerade gedreht, die Folge. Okay. Das war jetzt ziemlich nervtreibend, aber wir haben es tatsächlich sehr weit geschafft. 3 Sterne haben wir gesammelt. In der nächsten Folge von Super Mario Galaxy geht es dann direkt wieder zurück zum Glasstrand-Galaxie und dann noch zum Phantom-Galaxie. Also, falls ihr dabei sein wollt, dann lasst ein Daumen nach oben da und abonnieren nicht zu vergessen, die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und dann geht es dann direkt wieder weiter hier in Super Mario Galaxy. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Red Pocketendo. Ciao!